Dann mache ich das mal auch. Guten Abend. Oder hallo. Wie sind denn das noch? Weiß ich nicht. Weißt du, dass wir hier im End sind, auf der Survival Map? Ich weiß nicht, dass mich diese komischen Endermänner irgendwie in Ruhe lassen, was ich eigentlich ganz gut finde, muss ich sagen. Ja, ist das gut? Jo. Wenn sie die ganze Zeit am Matritieren. Ja, jetzt toll. Jetzt ärgern sie mich hier. Ey, ist jetzt gut hier? Jetzt ja, ist zu einfach aber, davon. Gut, jetzt aber hier. Ja, gut, mit einem Stückchen Fleisch Endermänner schlagen bringt, glaube ich, nicht viel. Hier, du Kaspar, lass das. Ich muss da noch mal ein bisschen was erleben. Oh, da wird ja mal mehr hier mit diesen Dingern. Mal kommen die wieder? Nee, ne? Ey, du. Hässlicher Vogel hier. Das Bogenschießen, so langsam funktioniert das bei mir. War es das? Habe ich das erwischt? Irgendwie greifen mich hier Endermänner an. Ja, ist auch gut so. Dann kann ich mich hier in Ruhe konzentrieren drauf, diese komischen. Komm, denn, konzentrieren, diese komischen Dinger hier abzuschießen. Das sind nicht mehr viele. So ein paar Endermänner sind ziemlich zickig hier, ne? Ja, ich krieg die aber auch nicht mit dem Schwert erschlagen. Sieht übrigens ziemlich albern aus, wie du da stehst. Ich glaube, ich hab alle. Was nu? Ich würde den Drachen angreifen. Ja, super. Den musst du ja töten, ansonsten gewinnst du das Spiel ja nicht. Willst du den kriegen? Sag mal, gab es nicht in diesen Dingern auch eine Leiter hoch? Nicht, ich glaube nicht, ne? Hey, geh weg! Die hauen mich! Ich geh aber mal rein in so ein Ding. Ist ja nur Obsidian. Ist nur Obsidian. Ja, das baut sich relativ zügig ab hier. So, ich bin in Sicherheit. Okay, jetzt kann es losgehen. Das wird doch nie was zu zweit hier, dieses Vieh da oben erwischen. Ich glaube auch nicht, das wird passiert. Schon gar nicht, wenn du keinen Bogen hast. Ich habe nur ein lächerliches Schwert. Na super. Kommt doch, kommt doch. Oh oh. Mit einer Effizienzspitzhacke hier dieses Endgestein oder was das da ist abzubauen, ist auch keine gute Idee. Ja, geht, ne? Baut sich ein bisschen ab wie Sand. Ja, so ein bisschen. Können alle Dinger jetzt erwischt hier oder nicht? Frage, das siehst du eigentlich am besten, wenn er den Drachen ein paar Mal getroffen hast? Ja, wenn ich den mal treffen würde. Mein Schwert ist zu kurz. Hier, ich habe ein Hähnchen, willst du das haben? Er ist einmal abgebissen. Also.
Aua. So. Ich versuche das jetzt mal auf eine andere Art. Du hast den Innerdrachen jetzt auf jeden Fall einmal getroffen, aber. Das hat den überhaupt nicht interessiert. Doch, hat den. Hat er? Ja, ein bisschen Schaden hat er. Du wirst ja sehen, wenn er jetzt an, ob du jetzt so einen Pfeiler getroffen hast oder nicht. Siehst ja, wenn sich der Balken wieder aufbaut. Er baut sich nicht auf. Ich will. Ich versuche mal was anderes. Ich gehe aber mal einen Schritt höher. Ja, auf jeden Fall haben wir ihn jetzt sauer gemacht. Er kommt auf jeden Fall jetzt immer schön artig wieder. Ist das ein komisches Kram hier oben? Das lässt sich auf jeden Fall nie abbauen. Was auch immer das ist. Ich gehe mal von Grundgestein aus, weil. Kannst nicht abbauen. Oh, nein! Gut, dass hatte ich Fehlerfall habe. Hätte ich vor runtergeworfen. Ja, ich brauche ein bisschen mehr. Ich brauche ein bisschen mehr von dem Endsteinzeug hier. Dann baue ich mir da oben nämlich eine kleine Festung. Put, komm. Jetzt stehen wir uns auf die Füße. Aua. Ich hab den nicht gesehen, ich hab ihn nur gehört. Ja. Ich wollte eigentlich erstmal da oben ein bisschen rumbauen. Hallo, könntest du das mal lassen hier? Der ist irgendwie sauer. Da mich immer auf dieser Seite runterschmeißt, baue ich das da jetzt zu. So. Und, ey, aber. Ich schmeiß dich auch so immer wieder runter. So, jetzt setzen wir hier noch einen drauf. Und schon sind wir nämlich fast in Sicherheit. Das jetzt hier noch zubauen. Da kommen wir nicht mehr rein. Achso, Moment. Machen wir noch einen oben drauf. Oh, ja. Ey, war das? Ich wollte einen oben drauf bauen. So. Jetzt fliegt er da nämlich gegen im Zweifelsfall. Na komm, du hässlicher Vogel. An einer Stelle können wir runterfallen, aber gut. Er muss ja was machen, damit für den Fall, dass du runterfällst, auch wieder hochkommst. Na komm, put. Na komm wieder, trau dich doch. Komm, bevor mir der Finger einschläft hier. Zack.
Juhu, nur noch halbe Energie. Ah, nur noch. Diesen doofen Wegpunkt ausmachen hier. Hinter uns. Da kommt er. Daneben. Ja. La 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 la. Komm, put 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 put, komm. Er traut sich aber nicht mehr runter, ne? Irgendwie nicht. Oder doch? Nur mal einen Bogen anders legen, ja, das geht gar nicht. Ganz schön anstrengend. Nervend aufreibend. Sozusagen. Da hätte man einen höheren Pfosten nehmen sollen. Hauptsache, der baut seine blöde Energie nicht wieder auf. Ja, bisher nicht. Ich treffe ihn ja sowohl nicht mehr. Also schöne Vorarbeit geleistet. Ja, genau. Ja, hab dich einmal getroffen. Komm zurück. Zack, voll ins Auge. Ja, das war ein direkter Treffer. Hast ihn jetzt aber mal so richtig getroffen. Patsch, noch mal ins Auge. Ich glaube, der ist böse. Nur ein bisschen. Oh, noch einmal treffen. Sagst du so? Zappel Philipp hier, ey. Na, guck mal, direkt über uns sogar. Schöner Effekt. Hier regnet's, hier regnet's. Das ist meins. Das ist Ein meins. Brunnen. Das ist meins, alles meins, alles meins. Alles Oh, meins. 51 XP. 42, halt, ich will auch ein paar. Ich will 61. auch ein paar haben. Ich habe hier den Ärger mit den Endermänner. Ey, ich will auch ein paar haben. Ich habe die schließlich alle 70. kaputt gemacht. 70 XP. Toll. Ich hätte auch gerne welche von gehabt. Wie nur runtergefallen. Und mich haben mir die Endermänner angegriffen. Frechheit. Ist das nicht zu wenig XP? Ich müsste viel mehr haben, oder? Ja, nee, ist klar. Aber den Effekt, den habe ich schön im Video drin. Gut aus, wenn so ein Drache explodiert. 72 XP, was ich damit wohl anfangen? Hm, schwer, schwer, schwer. Rein theoretisch müssten wir jetzt über diesen Brunnen auch, wenn alles funktioniert, heile zurückkommen. Ich gehe baden. Geronimo. Nichts passiert. Und geht nicht, ne? Toll. Wir sind jetzt für immer hier gefangen. Ach, herrje. Oh nein. Wieso hast denn du eigentlich so ein komisches Ding da auf dem Rücken, sag mal? Du auch. Wie ich auch. Du hast sowas auch. Wie ich hab so ein. Wieso hab ich auch so ein Mist auf dem Rücken? Ja, so ein Mantel. Wo kommt denn der Mist her? Weiß ich nicht. Ich will sowas nicht haben. Beide. Wir haben beide einen Mantel an. Ich will sowas nicht haben. Ja, gut, ich kann auch nicht für, dass wir das haben, aber wir haben's. Wir haben beide einen Mantel an. Toll. Ho, ho, ho. Jetzt haben wir ein Problem, jetzt kommen wir nicht mehr zurück. Ja, Aber warum nicht? Muss doch funktionieren. Ja, ist eine gute Frage.
Na Ja, ich ja, meine, gut. gut, ich weiß, wie wir zurückkommen. Ja. Brauchen Werben. Du. Das doofe Drachenei hier. Das hüpft hier immer rum. Drachenei. Nicht tot machen. Mitnehmen. Geht ja nicht. Will ich. Patsch. Das hüpft nur durch die Gegend, das Drachen denkt da. Ja, patsch. Wie so ein Flummi. Patsch. Vielleicht wenn wir mal von beiden Seiten drauf hauen. Eins, zwei, Patsch. Ist mittendrin. Ja, wenn er das über die Klippen schießt, ist auch scheiße. Das ist weg. Weg. Wo ist er denn jetzt? Keine Ahnung. So. Autsch. Kann man das gar nicht irgendwie abbauen? Auch nicht mit Behutsamkeit oder so? Ach, ich habe schon versucht, mit Behutsamkeit das abzubauen, geht auch nicht. Man sich jetzt draufsetzen und Das kannst du ja mal es probieren. ausbrüten? Geht nicht. Soll ich draufkacken? Ja, gut, jetzt sitzen wir hier fest und machen ein doofes Gesicht. Aber ich nehme jetzt einfach noch mal ein bisschen von diesem komischen Endzeug-Steinkram hier einfach mal mit. Da sieht Das ist man eine gute Idee. beim Texture-Pack gar nicht so schlecht aus. Ja, ich benutze ja immer noch meinen Favoriten Texture Pack. Da ändert sich ja nichts mehr dran. Ja, ich habe im Moment das Honeyball mal drin wieder. Honeyball mit V4 Medium Shader, also von daher, das geht eigentlich. Na, Shader habe ich jetzt gar keinen drin. Und ich benutze gerade sowieso relativ wenig Shaders. Also übrigens jetzt gerade die Tage, wann war es? Gestern war es, glaube ich, war es, habe ich das in einem Video gesehen. Wenn du im End einen Nachtsichttrank trinkst, siehst du gar nichts mehr. Der bewirkt im End genau das Gegenteil. Denn jetzt bisschen über den Stack. Na komm, nehmen wir noch ein bisschen. Geht ja noch was. Die Spitzhacke kann ja noch was. Ist trotzdem blöd, dass die Portale so nicht funktionieren. Richtig. Weil die sind ja, wenn man das so nimmt, ja auch über einen Trick hier reingekommen. Den darf man ja nicht vergessen. Was heißt Trick? Wenn du mit Multiverse arbeitest, musst du die Welten halt, ich sag mal, Anführungsstrichen auch erstellen. Ne? Aber dann Ja klar. sollten sie eigentlich auch portaltechnisch funktionieren. Wie es End und das Nether auch. Ne? Ja, klar. Nur was natürlich sein kann, dass diese Welt ist ja hier, die in der wir jetzt unser Survival machen. Die ist ja aus dem alten Server übernommen. Ja, Die ist klar. ja im Prinzip, der komplette Server ist ja 1 zu 1 rüberkopiert von Server zu Server. Also nicht irgendwie noch mit einem Zwischenrechner oder so, sondern gleich direkt von einem Server zum nächsten rüberkopiert, weil das halt eben ein bisschen schneller geht. Weil der Download vom alten Server unter aller Würde war. Da hat der neue, der hat da gezogen und gezogen und gezogen, ist nichts passiert. Konntest du richtig sehen, wie der am Limit gedreht hatte. Und der andere, der langweilte, der neue jetzt hier langweilte sich so ein bisschen vor sich hin, was die Daten betraf, ne? War schon interessant zu sehen. Ja, klar. So im Großen und Ganzen funktioniert der neue Serveranbieter eigentlich auch wirklich ziemlich gut.
Ja, ich Kann man bin so also nicht sagen. eigentlich auch zufrieden, was die Sachen so betrifft, eigentlich bis jetzt. Da der Milan, der hat mir ja auch komplett geholfen bei der ganzen Einrichtungsgeschichte und so weiter. Fand ich also echt super, weil das Ding hätte ich nie im Leben eingerichtet gekriegt, weil ich mich mit Putti überhaupt nicht auskenne. Und ich irgendwie auch Ja. noch keine taugliche Seite gefunden habe, wo ich die ganzen Befehle fürs Putty und Minecraft und Teamspeak und so weiter alles herkriege. Hat er ja im Prinzip alles so eingerichtet mit Batch-Dateien, dass ich da also nicht viel mehr eingeben muss. Muss mich halt nur über Putty einloggen und dann im Prinzip rein theoretisch zwei Wörter schreiben. Ne? Ja, klar. Das ist auch das Einzige, was ich mir merken konnte. Hat so ein bisschen grob das Ganze was vom alten DOS, weißt du? So alles eingeben und so weiter in einer schwarzen, ziemlich langweiligen Konsole. Ich war ja irgendwie am Überlegen, ob ich nicht eventuell mal frage, ob er das Ding nicht umstellt auf Ubuntu, weil irgendwie finde ich die Oberfläche angenehmer. Ja, klar. Wenn du dich, sag mal, Und mit dem Kram nicht so unbedingt auskennst und dann hast du plötzlich so eine komische Oberfläche, ja, stehst du ein bisschen blöd da, ne? das stimmt. Boah, hier im Nether abbauen, das macht aber ganz schön hungrig. Ja, du bist nicht im Nether, Im im End. End. Ja. Ich bin ja so gewohnt, im End, im Nether abzubauen. Oh, wie viel Sticks habe ich denn jetzt hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs Sticks schon. Ich habe knapp 9. Na gut. Ich werde jetzt den Freitod wählen. Und. Ich gehe einfach über Home zurück. Oder das sind jetzt. Ja, ging ja eigentlich auch. Ich Jetzt gehe aber über wieder. Home. Aber wieder ein Plugin, das wir benutzen. Das ist mein Bettspawn. Ja, und gut. Meiner auch. Mein ganz normaler Bedspawn. Ich habe übrigens hier mir mal erlaubt, den Sven auf meinen Schallplattenspieler zu setzen. Der Kopf zumindest. Aha. Ey, aua, aua, aua. Macht er mich an? Treten ja ein. Wusste gar nicht, dass Ender mehr das treten können. Naja, was haben wir denn jetzt hier? Ja. 6, 7, 8, 9, 9 Stacks, das müsste eigentlich reichen, um irgendwas zu machen. Naja, was heißt reichen? Reichen tut nie was. Das stimmt. Na? Reichen tut bei uns nie was. Mach die Tür hier vor der Nase zu. So, was sagst du? Du hast irgendwo einen Turm gesehen? Direkt am Dorf da, da hat der Sven wohl weitergebaut, oder einen Turm gebaut. Dorf, das heißt am Dorf, am Dorf, am Dorf. Das heißt, ich nehme mal die Direkt Abkürzung. direkt am Eingang. Ich nehme mal die Abkürzung über deine Treppe. Ich gehe jetzt erstmal zu dir rüber. Ach, ist hier doch mein Weg schneller als deiner, ja? Nee, ich muss in außen rum laufen. Ich habe ja freundlich außen rum gebaut und nicht durch den Berg. Also kann man. Geht, ein Berg durchquere ich, glaube ich, ne? Oder sind es zwei? Wie kann man von dir aus auch schon mal von oben gucken? Wo muss ich da hin? Da unten runter, ne? Von mir unten runter und dann geradeaus an den Schweinen und Kühen vorbei. Durch die Tür. Momentan hänge ich hier am Amboss. Gehen wir mal zum, Schweine nennt man und das, ein Fort ist das, ne? Ein, ja kein Dorf mehr, das ist ja ein Fort, eine Festung. gerade runter, ja. Au, 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 au. Wie wäre es, wenn du das hier mal ein Stückchen höher machen würdest? Hab Au, ich doch au, schon au. höher gemacht. Au, 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 au. Tok, 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 Hört tok. sich an. Das ist hier aber nicht schön. Also, au, au. Werde ich noch. Also schön ist die Treppe ja hier nicht. Also zumindest der Tunnel nicht.
Das sieht so Nochmal rosa aus. hoch. Schauen uns das auch noch schön an. Wie gut, dass ich Federfall habe. Bin gerade runtergestürzt von deiner Treppe. Warum? Ja, von deiner Treppe, weil das Geländer zu schmal war. Ich meine, nicht zu schmal, aber nicht hoch genug. Du sollst ja auch nicht auf den Geländern rumtouren. Ich bin nicht auf dem Geländer rumgeturnt, ich bin darüber geglitscht. Ja, also, würde ich jetzt auch sagen. So, wie komme ich hier hoch? Komme ich hier hoch, dass ich was sehen kann? Was? Bin ich denn jetzt hier überhaupt? Gehör ich ja. Hep, hep, hep. Hep, ah. Ja, doch, die Burg nimmt so langsam da sein Schloss, was auch immer das werden soll, so langsam nimmt das Form an, ja. Ist gerade irgendwie die Villager gehört, die hörten sich nicht gesund an. Wie? Ich bin diesmal nicht schuld. Ich hab keinen Tod zu verantworten. Ist klar, jedes Mal, wenn du ins Dorf kommst, sterben auf seltsame Weise die Villager. Keine Ahnung. Also ich muss das Dynamik mal anlassen, weil sonst sieht man leider nicht, wo ich hier langlaufe. Und Ups. Im Dunkeln langlaufen macht nicht viel Sinn. So, wie komme ich denn da jetzt? Da komme ich ja gar nicht rüber. Irgendwie interessieren sich die Monster nicht für mich. Ey, wegen den Villagern. Jetzt weiß ich auch, was passiert ist. Es sind wirklich zwei Villager, zwar nicht gestorben, aber Monster. Wie Monster. Was machen wir denn jetzt? Naja. Ich habe ein kleines Problem. Ich komme nicht ins Dorf rein. Ich bin von der Natürlich. Weil ich von der Treppe runtergefallen bin. Warum fällst du denn von der Treppe runter? Ja, weil dein Geländer zu schmal war. Und jetzt habe ich ein Problem, weil ich komme jetzt nicht ins Dorf rein, weil ich nicht über den Zaun springen kann, weil ich keinen Teppich dabei habe. Ja. Weil um über einen Zaun zu springen, brauchst du bloß einen Teppich oben drauf legen. So, an dem Baum komme ich nicht ran. Die Entfernung kann ich nicht springen. Toll. Es sind auf jeden Fall zwei Villager weniger im Dorf. Ah, hier jetzt gehen. Definitiv. Aber ich war's nicht, ich habe mich nur verteidigt. Ja. Vor Villager. Die haben mich angegriffen. Die Villager. Ja, das waren Villager-Zombies. Ja, ist klar. Hätte ich jetzt auch gesagt. Meine Katze ist hier. Ach, dein Hallo, Vieh Katze. War das. Ja, sicher, meine Katze. Komm mit. Tür zu. Ich sollte vielleicht den Timer noch mal ein bisschen kürzer einstellen. Ja. Ja. Ein bisschen, ja. Oh. Ich hier noch einmal hier das Treppe rauf hier und werde dann meine Aufnahme hier beenden. Oh, und ich auf einmal so müde. Bestimmt von dieser Rumhüpferei auf den Bäumen. Wow. Machen wir nochmal den Ausblick. Sieht aber schon ganz schick aus hier. Mir gefällt. Dafür, dass hier nur so ein einfaches Dorf stand, ganz schön was raus geworden, finde ich. Macht sich. Aber wie kommt man da hoch? Hier zu mir? Nee, da in Distinkter rein. Dann musst du durch in der Wand spazieren gehen, da sind so Leiterdingers. Na gut. Aber trotzdem werde ich jetzt meine Aufnahme hier beenden. Ich sag danke fürs Zuschauen. Weiß doch gar nicht, ob wer zugeschaut hat. Falls jemand mal doch bei mir zugeschaut hat, sage ich Dankeschön. Ne? Doch. Mal bis zur nächsten Folge. Ich weiß nicht, muss ich mich auch noch entschuldigen, dass ich nicht so regelmäßig momentan Videos gemacht habe. Selbst für die Leute, die mich gucken, mal ganz nicht gesprochen, beziehungsweise, ne? Ich habe einen Weg gefunden. Oh, ist das ein Gelaufe hier. Sag mal, bis zum nächsten Mal.
hoffe mal, dass wir jetzt hier wieder ein bisschen regelmäßiger Videos machen werden, beziehungsweise wir das Projekt auf alle Fälle nach meines Erachtens noch nicht sterben lassen. Bei Was uns wir. sterben grundsätzlich keine Projekte. Die werden Nee, nicht. ganz normal beendet. Genau. Und wie man Spaß macht es ja immer noch, das ist nur das Einzige, ist manchmal so eine Idee, die fehlt manchmal, sag ich mal, ja, weil so haben wir schon wieder alles erreicht. Jetzt praktisch eigentlich so nur die Ressourcen, die wir haben, auch sinnvoll einzusetzen in Bauten, zum Beispiel hier dieses Dorf in eine Festung zu verwandeln. Mal gucken, was man noch so alles Eigentlich sind machen es ja nur noch kann. Schönheitsgeschichten, ne? Weil ich sag mal, wir haben genug zu essen, wir haben alles am Material, wir können alles herstellen, ne? Also das ist nicht das Problem. Wir haben durch die AFK-Fischanlagen haben wir die ganzen Zauberbücher und allen drum und dran. Also Ja, klar. erreicht hätten wir alles. Es ist jetzt einfach, wie gesagt, noch, ja, ich sag mal, im Endeffekt eine Brücke nach der nächsten nochmal bauen. Hier und da noch mal ein bisschen rumfriemeln, aber dieses Ding da auf dem Rücken, das kotzt mich ja irgendwie an, muss ich ehrlich sagen, ne? Das sieht kacke aus. Ja, klar. Das ist eigentlich nur, wenn man die Rüstung anhat. Weiß ich nicht. So, ich ziehe meine Bin Rüstung ich aus da? und ich habe, nee, ich habe immer diesen Lappen auf dem Rücken. Ich will diesen Lappen nicht. Na gut, aber mit diesen Lappen beende ich jetzt hier auf jeden Fall die Aufnahme. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ja, ich sag Tschüss. auch mal ciao, ciao.